Zentrale. Karl, oh Gott, ist dir was passiert? Oh Gott, komm. Alexander! Karl, sag doch was. Oh, Karl. Krieg ich noch ein Küsschen? Mein klitzekleines? Oh, Karl, du bist unmöglich. Reiß dich ein bisschen zusammen, ja, Brüderchen? Ja, mal schade. Alexander, ich beneide dich. Au! Und falls du uns jetzt nicht mehr brauchst, sehen wir uns später. Danke. Haut ruhig ab. Alexander, ich muss mit dem alten Graf von Maisach noch etwas besprechen. Also richte bitte deinem Bruder aus, dass wir, so eine Viertelstunde früher fahren. Und seid bitte pünktlich. Also bis gleich. Weißt du, Karl treibt mich noch mal zum Wahnsinn. Ach, Alexander, lass ihn doch. Außerdem wäre es hier ohnehin ziemlich langweilig. Ja schon, aber er nimmt einfach alles viel zu leicht. Vater wünschte sich auch, er würde endlich erwachsen werden, heiraten und eine Familie gründen. Aha, mit Alina. Ach, Alexander, die beiden passen doch überhaupt nicht zusammen. Und wie ich Karl kenne, wird daraus sowieso nichts. Das wäre allerdings ein unverzeihlicher Affront gegen die von Maisachs. Ich finde, er sollte endlich mit Alina reden und die Situation klären. Da hast du recht, das finde ich auch. Deshalb gehe ich ihn jetzt holen. Zieh doch das Blaue an. Das steht am besten. Ja. Timo. Danke dir. Ja, das war schön. Du bist ein guter. Na, Karl? Victoria. Dein Vater liebt Pünktlichkeit. Du siehst doch, was mit mir los ist. Ich kann heute Abend unmöglich auf die Geburtstagsfeier gehen. Du siehst mir aber nicht gerade danach aus, als würdest du jeden Morgen mit den Tränen ausbrechen. Na toll. Du kennst mich einfach zu gut. Also, was ist los? Ich auch. Dann nimm halt einen Kopfhörer. Komm mal rüber, ich muss da was zeigen. Komm, komm rüber. Komm. Das hat mir ein Freund vermittelt zum Einkaufspreis. Guck. Allein das Ding hier hat über 200 Percussion-Effekte. Wahnsinn, oder? Ja, warte doch mal. Ja, der ist noch besser. Dirk. Ach, Tina. Ich brauche doch professionelles Equipment und so eine Gelegenheit kommt nie wieder. Ich will dem Berninger was schicken, dem Filmregisseur. Ich habe da einen wahnsinnig tollen Song im Kopf. Das hast du doch immer. Ja, stimmt, aber der ist ganz was Besonderes. Du hast mich dazu inspiriert. Ich muss jetzt arbeiten. Sei doch nicht immer so pflichtbewusst. Ja, aber in diesem Fall dient doch die Arbeit dem Lustgewinn. Oh, Lust. Nein, wir haben das Geld für den Trip zusammen und nächste Woche gehe ich ins Reisebüro, okay? Du, wir müssen doch nicht jetzt nach Neuseeland, oder? Wieso? Weil, Warte mal. Du hast jetzt nicht etwa unser Reisegeld für deine neue Anlage ausgegeben? Nein. Doch. Das ist doch nicht dein Ernst. Ich hab doch gesagt, das war eine günstige Gelegenheit. Und außerdem, reisen können wir doch noch ein ganzes Leben lang. Das ist so typisch von dir. Ist dir schon mal aufgefallen, dass wir zu zweit sind? Lass es doch nicht auf. Ja, aber darum geht's doch gar nicht. Ich mache mir einfach nur Sorgen, wie das später mal aussehen soll, wenn wir Kinder haben und die freuen sich dann monatelang auf die Ferien. Fang nicht wieder damit an, ja? Ich bin Musiker und kein Typ für Kinder. Wir haben doch ein prima Leben, so wie es ist. Ich habe mich auf diese Segeltour gefreut. Ist dir das klar? Dirk Marx, Soundtrack and Music, hallo? Hi, ist Coco. Ah, Coco, hi. Ja, ist da. Tina, ich brauch dich heute Abend. Frau Kaufmann ist krank und Kim ist mit der Crew in Monte Carlo und wir müssen die Geburtstagsfeier beim Grafen von Maisach covern. Das ist nicht mein Ressort. Ich weiß nicht, ob ich dir dabei helfen kann. Ja, super. Ich hol dich in einer halben Stunde ab.
Ich habe Frau Geiger erzählt, dass du schon früher in dem Ressort gearbeitet hast. Na gut, ich mach's. Du bist doch ein freier Mensch, Karl. Ja, niemand kann dich zwingen, Alina zu heiraten. Das siehst aber nur du so. Erst vorgestern hat Vater wieder davon angefangen, wie wunderbar es doch wäre, wenn das Haus Wildberg-Reutlingen eine Verbindung mit den von Maisachs eingehen würde. Man könnte ja die Jagdreviere zusammenlegen. Und wenn ich ihm dann sage, dass ich Alina schon als Kind nicht leiden konnte, dann sieht er mich wieder mit diesem Blick an. Du kennst ihn ja. Such dir endlich eine passende Frau, die du liebst, dann ist das Thema vom Tisch. Ich habe eben nicht so viel Glück wie mein Bruder. Du bist ein Spinner. Warum sagst du Alina nicht einfach, dass du ein Freund des Hauses bleibst, aber eben auch nicht mehr? Das habe ich auch schon versucht. Du weißt doch, wie wichtig Vater diese Geschäftsverbindung ist. Kann es nicht doch sein, dass du deinen Ruf als Charmeur nicht aufs Spiel setzen möchtest? Trotzdem, heute Abend musst du mit. Auch wenn du zu spät kommst. Ah. Nee. Wie spricht man die eigentlich an? Wenn du dir nicht ganz sicher bist, dann vermeide einfach die direkte Anrede. Weißt du, der Adler hat seine eigenen Gesetze. Ja, aber hallo, das ist... Das... Jetzt erzähl mir mal im Schnellflug, was ich wissen muss. Also, die von Maisachs gehören zum Hochadel. Das heißt, sie sind seit dem hohen Mittelalter Landesherren. Und heute Abend werden auch einige namhafte Adelsgeschlechter erwartet. Nee, was da los? Ja, natürlich. Danke für deine Hilfe. Ich danke dir herzlich. Also alles Gute zum Geburtstag. Viel Gesundheit. Danke. Hallo, Alina. Alina, schön, dich zu sehen. Victoria, wo ist denn... Karl? Er wird sich leider etwas verspäten. Ach so. Was ist denn eigentlich mit eurer Reise? Welche Reise? Die ist gestrichen. Was? Dirk hat unser Reisegeld für seine neue Anlage ausgegeben. Aha. Er erinnert sich wohl nie. Was erwartest du denn? Er ist, wie er ist. Ich weiß. Wo ist jetzt dein Problem? Wir sind jetzt seit 2,5 Jahren zusammen. Ich habe immer gedacht, er wäre der Richtige. Hörst du auch was ticken? Eine kleine biologische Uhr vielleicht? Ach. Ist ja wirklich alles sehr beeindruckend hier. Schade, dass man sich seine Eltern nicht aussuchen kann. Ich hoffe, ich erfülle deine Erwartungen heute Abend. Jetzt nicht schwächeln, ich bin auch noch da. Komm. Du musst mir auch ein bisschen weiterhelfen. Ja. Wer ist denn zum Beispiel das da drüben? Das in der Mitte, das ist der alte Graf Maisach. Maisach. Rechts davon sitzt seine Tochter Alina. Und links, das ist Graf Alexander von Wildberg-Reutlingen. Wildberg-Reutlingen? Und da hinten, das ist sein jüngerer Sohn. Graf Karl, sozusagen der Charming Boy der Familie. Ich könnte schon nicht kennen den. Ach. Wenn ich kurz stören dürfte. Oh. Verehrter Graf. Ich bitte, meine Verspätung zu entschuldigen. Nichtsdestotrotz ist es mir ein Vergnügen, heute hier Gast sein zu dürfen. Gratulation. Ich danke Ihnen, Karl. Gerne. Karl. Alina. Vater. Ich bin ja so froh, dass du noch gekommen bist. Oh. Danke. Bist du sehr lädiert? Ja, ziemlich. Aber er wollte natürlich den heutigen Abend unter gar keinen Umständen versäumen. Nicht wahr, Karl? Natürlich nicht, Vater. Ich fürchte nur, ich werde leider nicht mit dir tanzen können, sondern muss irgendwo still in einer Ecke sitzen. Ach, das macht nichts. Ich leiste dir gern Gesellschaft. Schön. Komm. Das ist Graf Alexander von Wildberg-Reutlingen, der Hauserbe, mit seiner Verlobten, Freien Viktoria von Naumburg. Die beiden sind zurzeit das neue Traumpaar der Regenbogenpresse. Und Viktoria unterstützt ein Projekt der UNICEF für behinderte Kinder. Und jetzt gehen, frag sie nach dem Kleid, vergiss nicht, woher sie es hat und los. Guten Abend, ich bin Tina Berger von der Society. Ach, ist Frau Kaufmann verhindert? Ja, leider, sie ist krank. Ich bin die Vertretung. Ach, dann richten Sie doch bitte meine besten Genesungswünsche aus. Mach ich. Das Kleid.
Entschuldigung, ich wollte gerne fragen, wo Sie denn Ihr schönes Kleid her haben. Sie machen das wohl zum ersten Mal. Ja. Eigentlich arbeite ich als freie Journalistin. Reisereportagen, Beiträge über Kulturevents. Und wenn ich ehrlich bin, interessiere ich mich viel mehr für Ihr Engagement bei der UNICEF als für Ihr Kleid. Ja, darüber erzähle ich Ihnen sehr gerne etwas. Aber hier ist natürlich nicht der passende Rahmen. Also, wenn Ihre Kollegin länger krank sein sollte, dann kommen Sie doch nächste Woche zum Interview. Gerne. Uiuiui, da hast du ja ganz schön einwickeln lassen von diesen dekadenten Nichtstuern und Party. Das ist doch gar nicht wahr. Die meisten von denen haben einen anständigen Job. Die arbeiten wirklich hart und diszipliniert. Victoria zum Beispiel, die setzt sich ein für die... Ein kleines Aschenbrödel schwärmt für die Upper Class, das darf nicht wahr sein. Man muss ja auch nicht ewig von der Hand in den Mund leben, oder? Naja, bevor ich mich unter Wert verkaufe, doch. Ach so, aber wenn du dir dann von mir Geld für deine Miete leihst, das ist nicht unter deiner Würde. Sie hast du doch immer zurückgekriegt, oder? Das kann doch nicht ewig so weitergehen. Willst du mit 50 immer noch so leben? Ja, ich habe eben kein Sicherheitsstreben. Also für mich ist wichtig, dass ich zu dem stehen kann, was ich mache, ja, zu meiner Musik. Ich schaffe das schon irgendwann. Du kennst doch mein Problem. Dirk. Ja, ich kenne dein Problem. Du warst schon mal in ärztlicher Behandlung, willst so schnell wie möglich Kinder kriegen. Bla, bla, bla. Mhm. Hey. Gib mir noch ein bisschen Zeit. Ein, zwei Jahre, okay? Ich verspreche dir, ich werde so erfolgreich sein, dass ich, eine Familie ernähren kann. Hey. Ehrenwort. Du bist die Liebe meines Lebens. Weißt du das? Liebe heißt aber auch irgendwann mal Verantwortung zu übernehmen. Und ich weiß bei dir einfach nicht, ob du das nicht willst oder ob du das nicht kannst. Fakt ist auf jeden Fall, seit wir uns kennen, kriegst du nichts auf die Reihe. Gar nichts. Weder mit mir, noch in deinem Beruf. Ist gut, dass ich das mal erfahre. Ich habe mir irgendwie eingebildet, du glaubst an mich. Vielleicht ist es auch besser, wenn wir uns mal eine Zeit lang nicht sehen. Ja, ist eine gute Idee. Mein Bruder Karl erwartet Sie später in der Brauerei. Wir legen sehr großen Wert darauf, dass unsere Funktion als Unternehmer und einer der größten Arbeitgeber der Region dargestellt wird. Auf jeden Fall. Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich aber gerne mit der Verlobung anfangen, weil die Liebe fasziniert uns alle und unsere Leser ganz besonders. Danke. Die Presse braucht den Adel und der Adel braucht die Presse. Das wird sich sicherlich nicht ändern. Das hoffe ich auch. Freien von Naumburg, wie haben Sie und Graf Alexander von Wildberg-Reutlingen sich kennengelernt? Wir kennen uns schon seit unserer Kindheit. Ja, Alexander, Karl und ich haben fast alle unsere Ferien zusammen verbracht. Und später haben wir uns immer wieder getroffen in unseren Kreisen, bei allen Hochzeiten, Taufen, Festen. Tja, und so richtig gefunkt hat es aber erst beim Studium in Boston. Ja, und vor einem Jahr haben wir uns dann verlobt. Also eine echte Liebesverbindung. Was wollen Sie damit implizieren, wenn ich fragen darf? Na nun ja, es ist so die allgemeine Vorstellung, dass viele Ehen in den Fürstenhäusern arrangierte Ehen oder Zweckverbindungen sind. So modern sind wir immerhin schon geworden, dass wir aus Liebe heiraten. Heißt es, dass heutzutage bei der Partnerwahl die Standesgesetze keine Rolle mehr spielen? Nein, 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 so würde ich das nicht sagen. Es kommt immer auf die Familien an. Also bei uns zum Beispiel ist es so, dass der älteste Sohn nie eine Verbindung eingehen darf, die, wie wir das nennen, unter Stand ist. Mhm. Und falls dieser stirbt, so bestimmt ist das Familiengesetz, übrigens schon seit dem 14. Jahrhundert, dass dann der Nächstgeborene diesem Kodex folgen muss. Lassen Sie es mich so sagen. Wir versuchen, die geistig-moralischen Werte zu vertreten. Und das zum Wohle aller. Bis jetzt hat sich noch jeder daran gehalten. Was wäre denn, wenn... Wenn kein Erbe aus einer standesgemäßen Verbindung vorhanden ist, dann... Dann fällt der Großteil des Besitzes leider an den Staat. 123 Zimmer, 12 Bäder, Wälder und Ländereien. Ich muss schon sagen, superb, superb. Mausoleum will ich trotzdem nicht. Das Problem hast du ja Gott sei Dank nicht. Stimmt. Oh Mann, ich habe gar keinen Film mehr. Was? Ich kenne dich doch, da. Und ich dich. Guten Tag. Grüß Gott. Tina. Das gibt's doch. Charlie. Charlie. So hat man mich schon lange nicht mehr genannt. Aber ja, stimmt. Nur ohne Bart und lange Haare.
Das ist eine... Schöne Überraschung, ja. Das finde ich auch. ja, der Braumeister wartet schon. Geht's hier rein? Ja. Ja, dann gehe ich mal. Bitte. Du hast ja immer noch deine Überlebenstasche. Ich werde nie vergessen, wie du mich mit Sonnenmilch und Mückenschutz versorgt hast. Und mit Aspirin. Das weißt du noch? Charlie, Australien ist zwar 8 Jahre her, natürlich weiß ich das noch. Hm. 8 verschwendete Jahre. Aber du bist noch hübscher geworden. Warum hast du dich denn nie wieder bei mir gemeldet? Das wirst du mir sicher nicht glauben. Ich habe deine Nummer verloren. Sehr originell. Siehst du? Auf dem Flughafen von Sydney wurde mein Rucksack geklaut, mit allem, was ich hatte. Und natürlich auch dem Zettel mit deiner Adresse drauf. Und ich, Idiot, hab mir deinen Nachnamen nicht gemerkt. Ich war nie wieder so verliebt wie damals. Denkst du, sie macht ihre Arbeit gut? Alexander, darüber haben wir doch schon gesprochen. Zu unserer neuen Pressekampagne bezüglich der Brauerei gehören nun mal Home Stories, ob uns das gefällt oder nicht. Ja, ich hoffe nur, sie schreibt nicht den üblichen Blödsinn von wegen Prinz, Prinzessin, Romanze, Liebesheirat. Wieso? Ist das keine? Bin ich verrückt und heirate eine Frau, die ich nicht liebe? Schön, dass du so romantisch bist. Tut mir leid. Ist nicht so schlimm. Die Blumen brauchen Wasser. Dann gib ihnen doch welches. Da. Lager? Ich habe meinen Terminkalender gerade nicht da. Mhm. Ich muss auch erst noch den Artikel zu Ende schreiben. Genau. Bis dann. War das die... grässliche Familie, die gräfliche Familie. Seit wann interessiert dich mein Job? Tina! Was ist los mit dir? Ich habe Ihren Entwurf gelesen. Hübsch. Wirklich? Sehr nett haben Sie das geschrieben. Nur den Teil über die Brauerei, den hätte ich natürlich gerne ein bisschen größer. Wissen Sie, für unsere PR-Abteilung ist das natürlich wichtiger als die Liebesgeschichten unserer Familie. Das ist gar kein Problem. Wunderbar. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Dankeschön. Tina, ich wusste gar nicht, dass du hier bist. Ich habe den Artikel vorgelegt. Ah, und wie hat seine Majestät reagiert? Ich glaube, dein Vater und auch deine zukünftige Schwägerin waren ganz zufrieden. Ich bin auch schon ganz gespannt. Vor allem auf den Teil über das Management der Brauerei. Ich muss in die Redaktion. Hast du jetzt vielleicht deinen Terminkalender greifbar? Ich guck mal. Gut. Sonntag? Noch kein Termin eingetragen. Sehr gut. Wie wär's dann mit einem Ausritt? Seitdem du es mir in Australien beigebracht hast, hatte ich leider nicht mehr auf die Gelegenheit zum Reiten. Du hast aber hoffentlich nicht alles vergessen. Ich habe nichts vergessen. Gar nichts. Ich auch nicht. Naja. Morgen.
Ich wollte dich zum Frühstück einladen und ich bringe das Thema weg und dann... Tut mir leid, ich habe gleich noch einen Termin. Heute, am Sonntag? Ja, am Sonntag. Wieso? Na so. Und wie sieht's nachher aus? Vielleicht können wir heute Abend mal reden. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Sorry. Kann ich dir irgendwas helfen? Auf gar keinen Fall. Und schön die Augen zu lassen, ja? Augen zu. Ich hab gewusst, dass du das jetzt machst. Hast du das auch gewusst? Damals hatten wir nur Bier, das hat ganz schön geklebt. Ich gehe davon aus, dass du deine Schulden bei mir wieder gut machen möchtest. Mhm, richtig. Ich schulde dir exakt 6 Bier. Dürfte für mich ja kein Problem darstellen. Und ich schreibe in meinen Memoiren, dass ich mal einen veritablen Graf durchgefüttert habe. Veritabler Graf von wegen. Ich habe immer getan, was man von mir erwartet hat. Marketingstudium, Geschäftsleitung der Brauerei, das ist alles langweilig. Reden wir lieber über dich. Erzähl mir alles über die letzten 8 Jahre, über jeden einzelnen Tag. Ach, ich habe mich so durchgeschlagen als freie Journalistin. Reisen, Kultur. Reisen, Kultur? Ja, in die Sache hier bin ich nur zufällig reingeraten als Vertretung. Das war kein Zufall. Das war Schicksal. Charmant wie immer. Warum machst du denn nicht etwas, was dir wirklich Spaß macht? Wenn das so einfach wäre. Mein Leben verläuft in festen Bahnen. Meins doch auch. Wetten, dass ich mehr Zwängen unterworfen bin als du? Aha. Ja, zum Beispiel habe ich jetzt das zwanghafte Bedürfnis, dich zu küssen. Tina? Tina! 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 Tina, komm her, komm her, komm her. Alter, was ist denn passiert? Oh Gott. Ich wollte unter dem Boot durchtauchen, ich habe irgendwie den Kopf gestoßen. Lass mich das mal sehen. Warte, 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 lass mich das ansehen. Ist nicht so schlimm. Das ist nur halb so schlimm, wirklich. Was gibt's denn so Dringendes? Tut mir leid, Coco. Also, es ist echt nicht so meine Art, aber ich weiß nicht, mit wem ich sonst drüber reden soll. Tina? Ja, es gab da schon immer wieder mal so Differenzen, aber in der letzten Zeit hat sie sich so abrupt abgewandt. Hör zu, danke. Man trifft sich im Leben doch immer zweimal. Ja? Als sie vor Jahren in Australien war, hatte sie doch dort eine Affäre. Und? Gott, hat sie dir nie von ihrem Australien-Trip erzählt? Doch, aber das ist doch nicht das Problem. Das Problem ist... Dieser Charlie? Hat sie den jetzt wieder getroffen? Also, in diesem Falle bin ich verschwiegen und diskret, wie bei Hofe üblich. Und hat diese Begegnung mit ihrer jetzigen Reportage zu tun? Vielleicht die Karten, was? Mein Gott, Dirk, stell dich doch endlich mal der Realität. Sie will ihr Leben geregelt kriegen, will ein Kind und du lebst in den Tag hinein. Du kriegst nichts auf die Reihe. Wenn du nicht aufpasst, macht Schnapp und sie ist weg. Das war wunderschön. Weißt du noch das Kreuz des Südens? Das hast du mir gezeigt. Oh mein Gott, du mir alle Sternbilder erklärt. Da oben ist noch alles so, wie es war. Aber wir haben uns verändert. Ich nicht? Tina? Irgendwas nicht in Ordnung? Tina, was ist denn los? Dirk. Das hat keinen Sinn, ich geh wieder. Entschuldigung.
Warum bist du denn überhaupt gekommen? Ich wollte dir was sagen. Hör dir das mal an. Bitte jetzt nicht. Ich... Doch, jetzt. Bist du in der Lage, mir zuzuhören? Ich weiß so wie, was du mir sagen wirst. Achso, das weißt du schon. Und da fällt dir nichts Besseres an, als dich hier zuzuschütten. Ich habe mich verliebt. Ich weiß nicht, ob ich... Mir ist bei deiner Arbeit für die Regenbogenpresse noch eine Liebschaft abgefallen. Glückwunsch. Du verstehst überhaupt nichts. Hier sind deine Wohnungsschlüssel. Sag mal, warum bist du gestern einfach so gegangen? Ich habe einfach nicht gewusst, ob es richtig war. Habe ich irgendwas Falsches gesagt oder getan? Du hast einen anderen. Hätte ich mir auch denken können. Eine Frau wie du, die... Er heißt Dirk. Es stimmt schon eine Weile nicht mehr zwischen mir und ihm. Tina, ich liebe dich. Vom ersten Augenblick an. Hallo. Schön, Sie wiederzusehen. Entschuldigung, Frau von Naumburg, ist ein wunderbares Kleid. Dürfen wir ein Foto von Ihnen machen? Gerne. Alexander, kommst du bitte? Steht der Hochzeitstermin schon fest? Nein, noch nicht konkret. Und wenn Sie uns jetzt bitte entschuldigen würden. Was ist denn mit denen los? Das war jetzt zu direkt. Findest du? Hör mal, wir brauchen Sie und Sie brauchen uns. Aber eins muss dir klar sein, wir müssen wieder zugehören. Das ist doch Blödsinn. Was macht meine Kalimaus? Der kommt halt nicht hierher. Deinetwegen. Dann wegen Alina von Maisach, die will sich doch unbedingt mit ihm verloben. Na, hoffentlich kann er da mannhaft widerstehen. Schöne Halskette. Karl. Ich hätte es einfach nicht ausgehalten, dich den ganzen Abend nicht zu sehen. Das ist so süß. Karl. Oh. Alina? Darf ich dich einen Moment entführen? Ich möchte ein paar Fotos zeigen. Aber sicher, gerne. Du entschuldigst mich. Einen Moment bitte. Eine standesgemäße Hochzeit, mit allem, was dazu gehört. Mhm. Das hat sich Alina immer gewünscht, so wie wir sie alle hatten. Aber sie ist inzwischen ja auch eine besonders hübsche Frau geworden, darfst du nicht vergessen. Ganz die Mutter. Glaube ich, kann stolz auf sie sein. Das kannst du. Und wenn sie und Karl vielleicht... Ach, weißt du, Arthur, in diesen Dingen hält sich Karl immer merkwürdig bedeckt. Danke. Was wollen Sie dir denn zeigen? Ihre Briefmarkensammlung? Nein. Sie hat mir nur Fotos von ihrem neuen Motorrad gezeigt. Tolle Maschine, muss ich zugeben. Und sonst? Wie und sonst? Da war doch bestimmt noch mehr. Du meinst, außer dass sie mich zu einem kleinen Ausflug eingeladen hat? Machst du's? Nein, ich bin noch nicht lebensmüde. Alina hat 4 Anläufe gebraucht, um ihren Führerschein zu machen. Was macht die Gute denn eigentlich beruflich? Ehrlich gesagt, das hat mich nie interessiert. Jedenfalls arbeitet sie nicht. Was mir in deinem Fall jetzt auch lieber wäre.
Du ahnst gar nicht, wie gern ich dich jetzt küssen würde. Ich fand, das war ein gelungenes Fest gestern. Ja, das war nicht zu übersehen. Nun sag schon, warum wolltest du mich sprechen? Karl, man sieht dich in letzter Zeit des Öfteren mit dieser Tina Berger, heißt sie wohl. Und das in ziemlich eindeutigen Situationen, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, und? Ich werde sie keinesfalls verstecken. Hör mal zu, Karl. Es muss dir doch klar sein, dass du weitaus mehr Freiheiten genießt, als ich sie je hatte. Oder auch dein Bruder Alexander. Aber ich möchte, dass du dich an unseren Kodex hältst. Ob er dir nun gefällt oder nicht, er existiert nun einmal. Und du bist da hineingeboren. Vater, ich habe immer brav meine Arbeit gemacht. Nie Skandale, ich war immer für dich da. Darum geht es doch gar nicht. Es geht doch nicht darum, dass diese junge Dame eine bürgerliche ist. Nein, es geht einzig und allein um ihren Beruf. Dina ist eine seriöse Journalistin. Sie würde auf keinen Fall irgendwas ausplaudern, was nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist. Persönlich will ich ihr das auch gar nicht unterstellen. Aber selbst wenn etwas in dieser komischen Zeitung steht, das gar nicht von ihr ist, so wird man doch glauben, dass man es ihr zugetragen hat. Von dir, von mir oder von irgendjemandem sonst in unserer Familie. Also sorge bitte dafür, dass niemand in diese Situation kommt. Ich werde Tina auf keinen Fall irgendwelche Vorschriften machen. Bitte Sie doch mal. Wenn sie eine kluge Frau ist, wird sie es verstehen. Ich weiß, ich habe mich bemüht... Alles sage ich Ihnen, was auch immer Sie tun, Sie müssen es mit Engagement und vor allem mit Liebe tun. Das ist es ja. Ich habe versucht, eine Story zu finden. Mädchen, Sie sind doch keine Anfängerin. Wenn nichts passiert, dann lässt man eben etwas passieren. Wenigstens ein paar Spekulationen. Ist das Kleid etwas weiter, weil sich ein Babybäuchlein darunter verbirgt? Verstehen Sie? Oder steht bald eine Verlobung ins Haus? Oder wer flirtet mit wem? Ja, das ist es doch. Karl, der Junggeselle mit Alina von Maisach. Tut mir leid, das entspricht wirklich nicht der Wahrheit. Ehrlich gesagt, ob das der Wahrheit entspricht oder nicht, interessiert mich herzlich wenig. Wir machen den Artikel damit auf. Das kann ich unter keinen Umständen schreiben. Warum nicht? Weil es nicht stimmt. Das weiß ich zuverlässig aus dem Hause Wildberg. Dann formulieren Sie es so, dass uns niemand an den Karren fahren kann. Ist. Hör zu, es ist mir ernst mit Karl. Und du brauchst doch nicht glauben, dass mir um diesen ganzen Promi-Rummel geht. Das ist es nicht. Deswegen wird es auch gar nichts ändern, wenn wir miteinander reden. Geht's dir gut dabei? Sehr gut. Also, wenn du mich fragst, dann hast du ein bisschen zu viel Ballast in deiner Überlebenstasche. Ich frag dich aber nicht. Schade. Wenn es dir zu eng wird in deinem goldenen Käfig, kannst du Bescheid sagen. Ich hol dich raus. Coco, da ist mir ganz schön was eingebrockt. Frau Geiger besteht auf eine Verlobungsgeschichte von Alina und Karl. Ich kann das nicht schreiben. Wessen Problem ist es denn? Deins? Du willst Geld verdienen, verbau dir nicht diese Chance. Das Persönlichkeitsrecht ist für Journalisten immer eine Gratwanderung. So. Das wird schon. Und Ihre 2 Kilo Pfifferlingen, 60 Mark bitte. Ja. Karl, meinst du nicht, dass 2 Kilo ein bisschen viel ist für uns beide? Nein. Ich wollte dich nämlich aufs Schloss einladen, zu unserem Familienessen. Soll ich jetzt in die Sitten bei Hof eingeführt werden? Nein, so schlimm wird's schon nicht werden. Karl, ich bin nicht der Typ für sowas. Es könnte sein, dass ich mich nicht entsprechend der gräflichen Etikette benehmen kann. Du kannst dich gar nicht falsch benehmen. Doch. Tina, warte mal. Ich wollte dich was fragen. Also, wir haben uns Gedanken über deinen Job bei der Society gemacht. Und ihr habt euch Gedanken gemacht? Ja. Was soll das heißen?
Tina, du hast doch selbst gesagt, dass du an diese Hofberichterstattung nur ganz zufällig geraten bist. Karl, es macht mir Spaß und im Gegensatz zu dir muss ich meinen Unterhalt selber verdienen. Das wäre das geringste Problem. Ich habe auch keine Lust, mich von dir abhängig zu machen, jetzt okay? Lass mich doch mal aussprechen. Euer Pilzmagu könnt ihr auch alleine essen. Tina! Tina, warte! Ich wollte dich eigentlich fragen, ob du mich heiraten willst. Willst du meine Frau werden? Ich habe gehört, die Chefredaktion ist mit deiner Arbeit sehr zufrieden. Mhm. Nicht sehr gesprächig heute, my lady. Dirk trauert dir ganz schön nach. Das hätte er sich auch früher überlegen können, oder? Tinilein, du verrennst dich dann was. Nein, ich weiß genau, was ich mache. Hör zu, es ist mir schon klar, dass der Moment alles repräsentiert, was du dir wünschst. Damals, da wolltest du unbedingt einen Charlie haben und heute muss es eben ein Karl sein. Aber ich glaube, dass beide nicht die richtigen für dich sind. Ich denke schon. Karl will mich heiraten. Das ist nicht dein Ernst, das machst du nicht, oder? Warum denn nicht? Ich habe mich doch nicht drum gerissen, Grafen zu angeln. Ich will was ganz Normales. Ich will eine Familie, ich will einen Mann, der mich liebt und viele Kinder. Hast du den Antrag schon angenommen? Kurzum, die Überschrift ist nicht ganz korrekt, aber wie allen Anwesenden bekannt ist, würde ich mir so etwas sogar wünschen. Übrigens, die Maisachs sind auch ganz angetan. Aber die Fakten über die Brauerei sind ja korrekt. Und das haben wir uns doch von der Presse erhofft. Gott, nochmal, das kann doch nicht wahr sein. Was hat sie sich denn dabei gedacht? Das ist doch auch gegen ihr eigenes Interesse. Wieso? Ihr Lieben, ich ziehe mich jetzt zurück. Wir sehen uns später. Es tut mir leid. Ich möchte mich hiermit offiziell entschuldigen. Die Überschrift stammt nicht von mir. Ich habe nur die beiden Namen unter das Bild gesetzt. Tina, ich bin fassungslos. Wie konntest du das denn zulassen? Ich sag's nochmal, ich habe nur die Vorlage geliefert. Die endgültige Abnahme lag bei meiner Chefredakteurin und wurde mir vorenthalten. Und sie hat offensichtlich die Überschrift geändert. Ja, wenn du mir nicht glaubst, dann kann ich auch wieder gehen. Nein, warte, warte. Ich glaub dir. Ich will dich einfach nicht nochmal verlieren. Es tut mir leid. Damit ich nicht öfter in solche Situationen gerate, werde ich meinen Job bei der Society kündigen. Um dir einen starken Abgang als Society-Reporterin zu verschaffen, haben Alexander und ich ein Bonbon für dich exklusiv. Ja, wir wollen unseren Hochzeitstermin bekannt geben. Die Einladungen gehen in den nächsten Tagen raus. Ich gratuliere. Wieso denn so schnell? Dafür gibt es nur einen einzigen wunderbaren Grund. Ach. Aber wenn du das schreibst, bist du tot. Was wäre denn, wenn du der Erstgeborene wärst und keine Bürgerliche heiraten dürftest? Würdest du das alles hier für mich aufgeben? Tina. Ja oder nein? Natürlich würde ich das. Aber die Frage stellt sich ja zum Glück nicht. Wir zwei. Wir werden eine Familie haben, die niemals auseinandergeht. Und 17 Kinder. Wenn du ja sagst. Karl? Ich will dich heiraten. Vater! Wir möchten dir gern etwas mitteilen. Mhm. Tina und ich... Ja, das ist bereits bekannt. Hast du die Absicht, mit dir zusammenzuziehen? Ja, aber nicht nur das. Wir haben uns entschlossen, zu heiraten. Ah, ja. Und ich hoffe sehr, du gibst uns deinen Segen. Sind Sie sich eigentlich über die Konsequenzen im Klaren, die eine solche Verbindung für Sie hat, Frau Berger? Ich denke schon. Und du, bist du dir auch über alles im Klaren?
Ja. Gut. Gut, dann werde ich eure Verlobung anlässlich unserer Jagdgesellschaft bekannt geben. Ich wünsche Ihnen Kraft. Und euch beiden, dass ihr wirklich glücklich werdet. Danke, Vater. Meine lieben Jagdfreunde, ich begrüße Sie alle sehr herzlich zu unserer ersten Herbsttreibjagd auf Sauen. Also, freigegeben sind alle Frischlinge und alle Überläufer, die nicht größer sind als Kniehöhe. Füchse dürfen auch geschossen werden. Und wie man mir gerade gesagt hat, sind die Lose bereits ausgeteilt worden, sodass sie ihre Gruppen bilden konnten. Was habt ihr denn für Nummern? 5, 4. Warum? Alina hat auch die 5 und das halte ich nicht aus. Alex, du musst mit mir tauschen, bitte. Alina hat einen Jagdschein seit wann? Keine Ahnung. Ich habe gehört, dass sie 2-mal durch die Prüfung gefallen ist. Aber jetzt scheint es ja geklappt zu haben. Alexander, bitte. Heute Abend habe ich es ja hinter mir und dann ist das ein für alle Mal zu Ende. Also gut, gib her deine Nummer. Aber das ist das letzte Mal, dass ich für dich den Kopf hinhalte. Danke, Bruder Herz. Ich sehe noch mal schnell nach Tina. Ich bin gleich wieder da. Tina, was machst du? Es geht gleich los. Muss ich da wirklich mit? Die Jagd, das ist nichts für mich. Das ist ein dummes Vorurteil, aber darüber reden wir später. Jetzt zieh dich um. Tina, bitte! Mir ist auch irgendwie komisch. Das ist unser großes, traditionelles Fest. Außerdem wird heute Abend unsere Verlobung bekannt gegeben. Wenn du jetzt nicht mitkommst, das wäre ein unverzeihlicher Affront gegen meinen Vater. Oh, ein Affront möchte ich ihm natürlich nicht zumuten, klar. Sag mal, was ist denn los mit dir? Du weißt seit Wochen von diesem Ereignis. Tut mir leid, ich weiß auch nicht, was mit mir los ist, aber ich fühle mich hier einfach nicht dazugehörig. Ich bin total fehl am Platz. Du wirst dich schon noch dran gewöhnen. Und ich verspreche dir, in Zukunft werde ich diese Verpflichtungen auf ein Minimum reduzieren. Kommst du nach? Ja. Ich darf wohl davon ausgehen, dass Sie alle im Besitz des Jagdscheins sind und die Regeln der Treibjagd kennen. Schießen Sie also niemals in das Treiben hinein und vergewissern Sie sich über die Stellung des Nebenmanns durch Handzeichen. Brauchen wir nicht zu betonen, dass Sie Karl ist alleine da und sie ist nicht dabei. Des Nebenmanns schießen dürfen. Ja, dann wünsche ich Ihnen allen viel Glück und Weidmannsheim. Weidmannsheim. Wo bleibst du denn? Ich kann nicht, mir ist übel. Und das soll ich dir glauben. Bitte, Karl, geh halt alleine. Dann lass ich einen Arzt holen. Das brauchst du nicht. Heute Abend bin ich wieder fit, versprochen. Schade. Ein bisschen mehr Kontenance hätte ich dir schon zugetraut. Glaub mir, ich simuliere doch nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Tja, lieber Arthur, voriges Jahr bin ich ja dann auch mitgegangen, aber jetzt wollen die Beine nicht mehr. Ich werde dir was sagen, Arthur. Wir nähern uns dem Ende. Wenigstens hast du dein Haus gerichtet. Ja, Gott sei Dank. Und bessere Nachfolger als Alexander und seine bezaubernde Victoria. Kann ich mir gar nicht wünschen. Was ist eigentlich mit Karl?
Du weißt, wir hatten über die Verbindung unserer beiden Häuser mal gesprochen. Und Alina... Du, Arthur, es tut mir leid, dir das sagen zu müssen. Und ich... Naja, ich muss es dir sagen. Karl wird heute seine Verlobung bekannt geben. Was? Ja. Mit einer Bürgerlichen. Und das lässt du zu? Was soll ich denn machen? Entschuldige mich einen Moment, Alexander. Alina! Ja? Bitte, ihr müsst mich retten. Alina kaut mir schon wieder eine Uhr ab. Karl wird heute Abend seine Verlobung bekannt geben. Was? Ich habe dir von Anfang an gesagt, dass du dir keine Hoffnung auf Karl machen sollst. Ja, aber... Deine verstorbene Mutter und du, ihr habt einfach nicht verstanden, dass sich die Zeiten geändert haben. Dass man keine Ehen mehr arrangiert wie früher. Jetzt reiß dich zusammen. Eine Maisach lässt sich nicht so gehen. Ist hier wirklich exklusiv? Ja. Viktoria und Alexander heiraten nächste Woche und keiner weiß was davon. Tina ist ein Vollprofi. Coco, ich bin schwanger! Du bist schwanger? Das ist ja eine Überraschung. Du bist der Erste, der es erfährt. Ich weiß, der Karl, der flippt aus vor Freude. Ich konnte ihn leider noch nicht erreichen. Bist du sicher, dass Karl auch der Vater ist? Natürlich. Tina, ich habe noch einen anderen Anruf in der Leitung. Ich melde mich gleich wieder. Ja, klar. Coco, ein Mann für alle Fälle? Du wirst es nicht glauben. Die Plattenfirma verlegt meinen Song. Habe ich nicht immer gesagt, Coco, habe ich es nicht immer gesagt, dass ich schaffe? Ich gratuliere. Danke. Na ja, und jetzt dachte ich, ich könnte es nochmal vielleicht versuchen mit Tina. Jetzt könnte ich ihr doch das bieten, was sie sich immer gewünscht hat. Gut? Kein Schloss vielleicht, aber... Dirk, wir müssen reden. Würdest du mir dabei helfen? Irgendwie? Irgendwie ist gut, ja, aber lass uns mal ein Bier trinken gehen, okay? Okay, bis gleich. Den Arzt. Thank you.
tun. Nein. Bitte. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er nie mehr wiederkommt. Das ist meine Schuld. Du hast überhaupt keine Schuld. Wenn ich die Lose nicht getauscht hätte, wäre das nie passiert. Ich hätte an seinem Platz stehen sollen. Und ich lebe. Das konntest du doch nicht voraussehen. Alina hat geschossen, nicht du. Alina hat kurz vorher von ihrem Vater erfahren, dass wir... Das muss so ein Schlag für sie gewesen sein. Sie war so durcheinander. Dann der Schuss. Karl, hör auf, man kann sich auch in etwas hineinsteigern. Dich trifft überhaupt keine Schuld, es war ein Unfall. Er hat immer die Verantwortung für mich übernommen. Selbst wenn wir als Kinder Scheiß gebaut haben. Und ich habe ihm immer vertraut. Karl, bitte. Das alles wäre nicht passiert, wenn ich Alina von Anfang an klar und deutlich gesagt hätte, dass ich sie nicht will. Das kannst du jetzt nicht mehr ändern. Der Schmerz wird irgendwann vergehen. Und wir haben unser Leben. Ich habe versucht, dich anzurufen. Du verstehst mich nicht. Ich muss jetzt zu meiner Familie. Nach Untersuchung der Staatsanwaltschaft gibt es kein Verfahren gegen Alina Gräfin von Meißner. Die Sache ist eindeutig als Jagdunfall angestuft worden. Ich werde da mal hinfahren und versuchen, ein Interview zu kriegen. Tenor, mein Leben ist zerstört. Mit dieser Schuld kann ich nicht leben. Sie kommen mit für die Fotos. Tut mir leid. Bin in den nächsten Wochen verplant. Schade. Wie war es auf der Beerdigung? Haben wir irgendetwas exklusiv in der Hand? Bin ich hingefahren. Ich denke, Sie sind mit Frau Berger befreundet. Eben deshalb. Wenn ich auf der Beerdigung aufgetaucht wäre, obwohl Sie sich ausdrücklich Pressefotografen verbeten haben, hätten Sie das sofort Frau Berger angelastet. Ihre Probleme möchte ich haben. Bist dir hoffentlich im Klaren, Karl, was das für dich bedeutet. Das kannst du nicht von mir verlangen. Bitte. Und ich hatte dir dein Glück so gegönnt. Du ahnst gar nicht, wie sehr. Aber jeder muss sein Schicksal annehmen. Nein, das muss man nicht. Ich liebe Tina. Ich will und ich kann sie nicht aufgeben. Alexander könnte noch leben, wenn du nicht... Wenn ich nicht so feige gewesen wäre! Sag es! Nein. Na los, sag es doch! Entschuldigung. Entschuldigung. Tut mir leid. Ich vermisse ihn so sehr. Willst du wirklich, dass unser Geschlecht sang- und klanglos untergeht? Dass alles, was wir in Jahrhunderten aufgebaut und zum Wohle der Allgemeinheit genutzt haben, dass das an den Staat fällt. Willst du das? Das kann doch nicht alles sein, was zählt. Weißt du eigentlich, wie viele Menschen durch uns in Lohn und Brot sind? Ich hätte immer gedacht, wir, deine Mutter und ich, wir hätten dir andere Werte vermittelt. Das Opfer ist zu groß. Du wirst daran wachsen. Ich will aber auch leben. Dein Bruder hätte nicht so gedacht. Entschuldigung. Ich wollte fragen, ob ich ein bisschen bei Ihnen bleiben darf, weil die Räume im Schloss, die sind alle so leer und so deprimierend. Karl ist seit Stunden bei seinem Vater. Aber natürlich, Frau Berger. Ich bin doch auch froh, wenn mich jemand besucht. Kann ich Ihnen eine Tasse Tee anbieten? Gerne.
so entsetzlich. Ist furchtbar, wenn man sein eigenes Kind zu Grabe tragen muss. Moment. Das hat sich Ihnen aber ganz schön auf den Magen geschlagen. Geht schon. Oder ist da vielleicht was Kleines unterwegs? Du lieber Himmel. Bitte sagen Sie Karl nichts, ich konnte es ihm noch nicht sagen. Ich wollte warten, bis das Schlimmste hier vorbei ist. Ich fürchte, das Schlimmste kommt jetzt erst noch auf Sie zu. Wieso? Jetzt, wo Karl der Hauserbe ist. Und Sie wissen doch, was das in dieser Familie heißt. Karl hat mir versprochen, dass er alles für mich aufgeben würde. Du hattest eine Geliebte? Das hier, diese Narbe, das ist keine Kriegsverletzung, wie ich euch immer erzählt habe. Eines Tages hat sie es dann doch nicht mehr ausgehalten. Sie hat angefangen zu trinken. Im Rausch hat sie versucht, mich zu erschießen. Und hat sich dann selbst gerichtet. Ach Gott. Der Skandal wurde natürlich vertuscht. Und Mutter? Eure Mutter war wunderbar. Ich habe ihr rückhaltlos die Wahrheit gesagt. Sie war einfach wunderbar. Und die Jahre, die wir dann noch zusammen hatten, diese Jahre kann man vielleicht nicht als die glücklichsten Jahre bezeichnen, aber sie waren ausgefüllt. Ich habe eure Mutter sehr geliebt. Ich werde darüber nachdenken. Und jetzt, liebe Freunde, hört ihr den Newcomer der Woche, Forever One von Dirk Marx. When I was born, I was dreaming, finding someone who loves me endlessly. Now I know this wonderful feeling, it's so overwhelming to be with you. Lieber Karl, ich konnte es nicht länger aushalten im Schloss. Du hast stundenlang mit deinem Vater gesprochen. In letzter Zeit habe ich mich oft einsam und verlassen gefühlt. Niemand ist da, um mir zu erklären, was los ist. Ich verstehe dich nicht. Du bist mir fremd geworden seit Alexanders Tod. Ich weiß, vor welcher Entscheidung du jetzt stehst. Ruf mich erst an, wenn du dir ganz sicher bist. In Liebe, Tina. Eine Entscheidung getroffen. Ich werde mich dem Familiengesetz beugen. Danke. Hast du schon mit Tina gesprochen? Jetzt sagen muss. Ja? Sieh mal, ich habe doch keine andere Wahl. Wenn wir zwei heiraten, dann ist alles, was meine Familie aufgebaut hat, verloren. Und mein Vater, der würde das niemals überstehen.
Du glaubst also immer noch, dass du an Alexanders Tod schuld bist. Ich hätte mir das doch gleich denken können, dass wir nie eine echte Chance hatten. Karl, ich verstehe deine Welt nicht. Ich kann mir zwar denken, dass das alles sehr, sehr schlimm für dich ist, aber wenn ich dir irgendwas bedeuten würde, dann würdest du doch nicht Tina, so... Du weißt, dass ich dich liebe. Weiß ich das? Den Zettel mit meiner Adresse hast du verloren und es gab mich nicht mehr in deinem Leben, einfach so. Wenn ich an deiner Stelle gewesen wäre, ich hätte doch Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt. Verstehst du, wenn man jemanden liebt, dann findet sich immer ein Weg. Aber du bist einfach nicht bereit, diesen Weg mit mir zu gehen. Und genau das ist mir jetzt klar geworden. Leb wohl, Karl. Es wäre natürlich schön, wenn Victorias Kind wenigstens den Namen seines Vaters tragen würde. Und ihr beide, ich meine, du und Victoria, ihr habt euch doch gern und... ihr wart doch schon als Kinder ein Herz und eine Seele. Ja, das waren wir, aber trotzdem, ich kann doch nicht einfach so an die Stelle meines Bruders treten. Nein, das musst du ja auch gar nicht. Und wenn du dir noch Zeit lassen willst mit deiner Entscheidung, dann... Ich glaube nicht, dass ich je wieder eine Frau so lieben kann wie Tina. Mhm. Übrigens, mit Victorias Eltern habe ich schon mal gesprochen, also die wären einverstanden. Und Victoria? Tja, das musst du natürlich selber klären. Und? Wie denkst du darüber? Karl, du weißt, dass ich dich sehr mag. Aber ich würde niemals einen Mann heiraten, der mich betrügt, weil er eine andere liebt. Das wird nie passieren. Bist du dir da so sicher? Ja, das bin ich. Victoria, ich habe mich entschieden. Ich könnte so ein Leben nie führen und ich würde dir das niemals antun. Und Tina, wie denkt sie darüber? Tina will mich nie mehr wiedersehen. Das kann ich verstehen. Sie ist sicher nicht anders gehandelt. Alexander ist jetzt seit ein paar Wochen tot. Victoria, wenn du in eine Ehe mit mir einwilligst, werde ich hundertprozentig zu dir stehen, das schwöre ich dir. Und ich werde deinem Kind ein Vater sein, auf den Alexander stolz gewesen wäre. Ich glaube, Alexander wäre sehr glücklich über diese Lösung. Angesicht Gottes nehme ich dich, Victoria, zu meiner Frau. Trag diesen Ring zum Zeichen meiner Treue. Vor dem Angesicht Gottes nehme ich dich, Karl, zu meinem Mann. Trag diesen Ring zum Zeichen meiner Treue. Eine Frau ausgesucht, die er liebt. Das ist eine arrangierte Ehe. Ich verstehe überhaupt nicht, warum Victoria sowas mitmacht. Schau mal, er weiß, dass er nie wieder eine Frau findet, die er so liebt wie dich. Vielleicht geht es Victoria genauso. Wenn es nicht um dich ginge, würde ich es als eine überaus gelungene Lösung bezeichnen. Und wie wir alle wissen, ist Freundschaft manchmal ein stärkeres Band als Liebe. Super. Übrigens, morgen kommt Dirk wieder. Ich will ihn nicht sehen. Deine Mutter, Karl, hat als junge Ehefrau oft so nachts bei mir gesessen, wenn sie sich einsam gefühlt hat. Das kann ich gut nachempfinden. Und deiner Tina wäre es sicher genauso gegangen. Die hätte sich hier nicht wohl gefühlt. Wenn erst die erste Verliebtheit vorbei ist, dann zählt eine ganz andere Art von Verbundenheit. Danke. Paulina, ich wollte doch auch nie so leben. Weißt du, was ich glaube? Du hättest nie deine Wurzeln verleugnen können. Spätestens, wenn euer Kind da wäre. Was sagst du da? Tina!
hast du mir nichts von dem Kind gesagt? Ich hab gedacht... Wie konntest du mir das nur antun? Ich hab gedacht, du wirst nichts davon wissen. Oh, Entschuldigung. Ich musste eben von Paulina erfahren, dass du schwanger bist. Wieso? Hättest du was geändert? Ja, verdammt nochmal! Was denn? Siehst du? Und genau deswegen habe ich dir verschwiegen. Es wird niemand jemals davon erfahren. Ich werde den Namen des Vaters nicht angeben. Ich will auch keinen Unterhalt. Ich schaffe das alleine. Tina. Tina, ich... Es ist doch auch mein Kind. Aber es hat die falsche Mutter. Du kannst nicht wirklich ausbrechen aus deiner Welt und ich würde darin umkommen. Deswegen ist es besser so, glaub mir. Bitte komm nie wieder hierher. Das ist das Einzige, was du für mich und für dein Kind wirklich tun kannst. Bitte geh jetzt. Tina. Geh. Nächste Woche kommen die Handwerker für das Kinderzimmer. Karl, wenn du möchtest, können wir nachher zusammen die Tapeten aussuchen. Ich muss euch was sagen. Ich habe das selbst nicht gewusst bis gestern. Tina ist schwanger. Nein. Und du hast das wirklich nicht gewusst? Sie wollte es mir an dem Tag sagen, als Alexander umgekommen ist. Und dann, ihr wisst ja. Wir werden selbstverständlich für alles aufkommen. Das will sie gar nicht. Wenn es nach ihr ginge, dann würde das Kind niemals erfahren, wer sein Vater ist. Mir wäre sehr daran gelegen, dass das Kind versorgt ist und eine angemessene Erziehung erhält. Und wenn ich ehrlich bin, brauche ich dringend ein paar Aufträge. Gerne im Ressort Kultur und Entertainment wieder. Schön, dann biete ich Ihnen ein paar Themen an. Danke. Wiederhören. Bitte verzeihen Sie meinen Überfall. Aber ich muss mit Ihnen reden. Und es geht nicht am Telefon. Kommen Sie. Darf ich? Bitte. Danke. Was wollen Sie von mir? Mein Sohn hat uns gesagt, dass Sie ein Kind von ihm erwarten. Und da möchte ich gern mit Ihnen drüber sprechen. Das heißt, ich möchte Ihnen ein Angebot unterbreiten. Schweigegeld? Das habt ihr euch schön ausgedacht. Aber ihr werdet mein Baby nicht in die Finger kriegen. Und wenn ich verhungere... Moment mal, wovon redest du überhaupt? Da du ja offensichtlich zu feige warst, ist dein Vater zu mir gekommen. Was? Ihr wollt also das Kind adoptieren, dass es euren Namen erhält und ihr wollt auch noch dafür zahlen. Tina, ich schwöre dir, dass ich davon überhaupt nichts gewusst habe. Das hat er doch nicht hinter deinem Rücken getan. Doch, das hat er. Sieh mal, ich weiß doch auch nicht, was in ihn gefahren ist. Ich bin sicher, er wollte nur das Beste für dich und für das Kind. Nein, für dich. Ja, das wohl auch. Ich will trotzdem nicht, dass es hier mit eurer Familie zu tun hat. Denn kein Geld und kein Titel kann es wert sein, dass ein Lebensglück wegen irgendwelchen Hausgesetzen zerstört wird. Dirk zieht um, wusstest du das nicht? Nein. Ja, dann wie wär's, wenn ihr mal wieder miteinander redet? Hi, Tina. Mensch, wir haben uns ja ewig nicht gesehen. Und? Ja, geht so, danke. Ja, ich hab schon gehört von Coco, was alles so passiert ist. Ich muss hoch, ich erwarte einen Anruf. Was ist denn? Komm heute Abend rüber, ich gebe eine Abschiedsparty in meiner Wohnung. Ich schau mal, okay? Pass mal gut auf, mein
Mäuschen. Wenn du heute Abend nicht bei Dirk erscheinst, dann kündige ich dir die Freundschaft. Das hat keinen Sinn. Ich kann doch jetzt nicht wieder beim Angekrochen kommen. Hast du dir mal überlegt, warum er sich so in seinen Job reinhängt? Warum er umzieht? Zum Auszug oder zum Einzug? Danke. Die Blumen haben schon Wasser. Verstehe. Ich habe auch was für dich. Ja, ich habe sie restaurieren lassen. Das kannst du wieder gut gebrauchen. Sogar mit neuem Futter. Ja, ich dachte mir für Windel und Schnuller, da muss das schon ein bisschen hygienisch sein. Das ist ein kleines Glas. Ganz kleines. Ansonsten habe ich noch Milch, Wasser, Saft, Süßigkeiten und natürlich Sauerkraut. Oh, das ist so lieb von dir. Wann kommen denn die anderen? Komm mal mit. Ich habe noch was für dich. Dirk, es ist so lange her. Es ist so viel passiert. Jetzt warte doch mal ab. Das macht doch keinen Sinn. Doch. Ich krieg das Kind von einem anderen. Das macht mir nichts aus. Wie? Es macht dir nichts aus? Das ist es ja, was ich dir dauernd erklären wollte. Von mir hättest du nie ein Kind kriegen können. Das verstehe ich nicht. Ich hatte Mumps mit 18 und seitdem... Warum hast du mir das nie gesagt? Wenn du dauernd hörst, wie schön eine Familie wäre, und ich wollte dich doch nie verlieren. Da habe ich dann lieber den verantwortungslosen Künstler gegeben, der sich nicht binden will. Aber wir hätten doch auch ein Kind adoptieren können. Ja, das würde ich auch. Du bist so blöd. Sein Dummkopf. Da, wo ich jetzt wohne, da gibt es auch ein Kinderzimmer für den kleinen Prinzen. Und wenn es eine Prinzessin wird? Umso besser. Ich weiß gar nicht, warum ich immer den Babysitter mache. Partner und die müssen eben Opfer bringen. Dirk, du kannst doch nicht zu deiner eigenen Filmpremiere zu spät kommen. Tschüss! Tschüss! Warte mal ab, vielleicht ist es gar nicht schlecht. Und wer weiß, ob Forever 2 überhaupt ein Erfolg wird. Die Musik ist auf jeden Fall gut. Ja, wenn nicht, dann habe ich ein Problem. Nein, du hast mich.